Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, Hallo zusammen. herzlich willkommen zu unserem Video Verhalten von E-Funktionen für x gegen plus minus unendlich. Zwei Graphen von E-Funktionen haben wir euch hier schon dargestellt. Was sind denn die Sachen, die wir darüber schon wissen? Ja, wir wissen bei beiden, dass sie durch den Punkt 0, 1 gehen. Sonst wissen wir bisher nichts. Ja, wir kennen halt dieses typische Aussehen, aber das halt, naja, weil man halt weiß, dass sie so aussehen. Wir wollen uns heute ein bisschen genau überlegen, warum. Was kann man denn über das Verhalten von den beiden sagen, wenn man sich die Graphen etwas genauer ansieht? Also man kann zumindest was vermuten, und zwar man kann hier vermuten, wenn x sehr kleine Werte annimmt, hier in dem Bereich, dann ist e hoch x auch sehr kleine Werte, also geht gegen 0. Und für x gegen unendlich, hier sehr große Werte, wird e hoch x auch sehr groß. Ja. Okay, und unten ist es gerade andersrum, genau. Stehe ich so. Mhm. Okay, jetzt haben wir ja schon gesagt, es ist nur auf dem Graphen basierend und der Vermutung. Jetzt wollen wir schauen, dass wir das auch irgendwie rechnerisch belegen können. Und da helfen wir uns mit einem kleinen Trick, und zwar indem wir Werte einsetzen. So, für x kleiner 0 nehmen wir mal die Beispielwerte minus 10 und minus 20. Und für x größer 0 nehmen wir die Werte 10 und 20. Ich denke, die Funktionswerte könnt ihr auch mal ausrechnen. Und die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, wie haben sie hier berechnet? Ich hoffe, ihr auch. Und was fällt auf? Naja, wenn wir die Werte links anschauen, dann sind die schon sehr, sehr, sehr klein. Vor allem der für e hoch minus 20, das ist ja fast schon 0. Das heißt, irgendwie die gehen gegen 0. Und die Werte rechts, da sehen wir, die werden schon ziemlich groß. Bei e hoch 20 sind wir bei über 485 Millionen, also die gehen eindeutig gegen unendlich. So, für e hoch x haben wir es jetzt. Schauen wir es uns an für e hoch minus x. Und zwar erst wieder für diesen linken Bereich, also für x kleiner 0. Gut, wenn wir hier so minus 10 und minus 20 wieder einsetzen, also hier für x, dann steht da minus minus 10. Also steht da e hoch 10. Also eigentlich das, was hier steht. Das heißt, das Ganze, was hier steht, müsste jetzt hier rübergehen. Da machen wir einen Pfeil. Äquivalent schauen wir uns jetzt für die andere Seite an. Die andere Seite sind die großen Werte, also für x größer 0. Wie sieht es denn hier aus? Gut, wenn ich 10 einsetze, bekomme ich durch die Funktion, wie sie aufgestellt ist, e hoch minus 10. Wenn ich 20 einsetze, e hoch minus 20. Also gehen die Werte hier rüber. Das heißt, jetzt wäre es so, dass für größer 0 das Ganze, wie wir es oben mit der geschwungenen Klammer sehen, gegen 0 geht. Und für kleiner 0, wir müssen mit der geschwungenen Klammer sehen, gegen unendlich. Und das entspricht genau dem, was wir im Funktionsgraphen auch sehen. Gut, und an dieser Stelle müssen wir noch einen neuen Begriff einführen. Und zwar immer, wenn der Graph der Funktion gegen eine Gerade strebt, wie hier gegen die x-Achse, also gegen y gleich 0, wie nennen wir das dann? Dann reden wir von einer waagrechten Asymptote. Genau, die zeichnen wir hier ein und schreiben Folgendes auf. Für den Graphen von e hoch x ist y gleich 0 waagrechte Asymptote, aber eigentlich nur für den Teil für x gegen minus unendlich. Denn nur hier in dem Bereich schmiegt sich die Kurve an y gleich 0 an. Und für e hoch minus x ist es gerade umgekehrt. Dort ist es eben für x gegen plus unendlich y gleich 0 die waagerechte Asymptote. So, da sind einige neue Begriffe und Schreibweisen drin, und die fassen wir jetzt noch allgemein in einem kleinen Regelaufschrieb zusammen. So, unser Regelkasten lautet waagerechte Asymptoten von e-Funktionen. Für die normale e-Funktion gilt Folgendes. Wenn x gegen minus unendlich strebt, dann strebt e hoch x gegen 0. Und y gleich 0 ist dann waagerechte Asymptote für x gegen minus unendlich. Die haben wir hier auch eingezeichnet. Für x strebt gegen unendlich gilt, dass e hoch x gegen unendlich strebt, also hier nach oben. Gut, für e hoch minus x ist das Ganze eigentlich genau umgekehrt. Das müssen wir jetzt gar nicht so genau vorlesen. Es entspricht dem, was wir uns auch schon überlegt haben. Ihr solltet es euch aber ins Heft übernehmen, damit ihr es einmal sauber dort stehen habt und in Zukunft zu Hilfe nehmen könnt, wenn wir zu Aufgaben dazu kommen. Das ist ein gutes Stichwort, zu Aufgaben dazu kommen, denn es wird nicht so sein, dass leider immer nur die e hoch x oder e hoch minus x Funktion auftaucht, denn es wird sich auch mit anderen Funktionsteilen wie x-Potenzen vermischen. Und dann gilt folgender wichtiger Regelzusatz. Naja, dann ist immer, also wenn x gegen plus minus unendlich strebt, also wenn wir uns genau so ein Verhalten untersuchen, dann dominiert die e hoch x Funktion über jede beliebige x-Potenz. Das klingt jetzt noch ein bisschen schwammig, aber ihr werdet sehen, wenn wir gleich Aufgaben machen, wird euch, glaube ich, klar, was damit gemeint ist. Hier wären unsere vier Aufgaben für heute. Wir starten mal direkt mit der A. Es geht darum, die Gleichung der Asymptoten des Graphen von f für x gegen unendlich oder x gegen minus unendlich anzugeben. Wir haben zwei Vorbereitungen schon getroffen. Wir haben oben grün und rot eingefärbt und wir haben hier die Funktion zweimal hingeschrieben. Und zwar, um uns das Verhalten mal schrittweise
überlegen zu können. Fangen wir an für x gegen unendlich. Was ist die erste Überlegung? Dieses x hier geht gegen unendlich. Das können wir auch direkt mal aufschreiben. Einfach mit so einem kleinen Pfeil und so einem Unendlich-Zeichen. Gut, und jetzt gehen wir immer eine Stufe weiter zurück. Jetzt nehmen wir e hoch x insgesamt. Was passiert mit e hoch x insgesamt, wenn x gegen unendlich geht? Na, das haben wir ja gelernt, dass e hoch x dann auch gegen unendlich strebt. Okay, jetzt geht der vordere Teil der Funktion gegen unendlich. Es wird aber noch 2 dazu gezählt. Unendlich plus 2? Ja gut, unendlich plus 2 strebt natürlich auch gegen unendlich. Das heißt, die ganze Funktion strebt für x gegen unendlich auch gegen unendlich. Okay, wie sieht es hier aus? Schau mal an, wir machen wieder zuerst, x geht gegen minus unendlich. Mhm. So, jetzt wollen wir das wissen, was wir in dem Video neu gelernt haben. Was ist, wenn e hoch x gegen minus unendlich geht? Also du meinst, wenn x gegen minus unendlich geht, geht e hoch x gegen 0. Genau, haben wir uns angeschaut. Das ist dieses Verhalten mit der Asymptoten. Mhm. Jetzt haben wir 0 plus 2. Okay, da hat die 2, glaube ich, schon eine Auswirkung. Ja, gut, klar, da muss man einfach nur addieren. 0 plus 2 ist 2. Das Ganze strebt gegen 2. Ja, das heißt, der Graph der Funktion nähert sich der 2 für x gegen minus unendlich. Mhm. Gut, genau. Jetzt haben wir uns das daran überlegt, allerdings diese Schreibweise hier, die kann man nicht so stehen lassen. Da gibt es keine Punkte für in der Klausur. Deswegen sollte man das Ganze nochmal sauber aufschreiben und zwar folgendermaßen. Hier für das Grüne schreiben wir auf, für x strebt gegen unendlich gilt f von x strebt gegen unendlich. Und für das Rote schreiben wir auf, für x strebt gegen minus unendlich gilt f von x strebt gegen 2. Hier müssen wir zusätzlich noch aufschreiben, dass y gleich 2, diese Gerade, ist waagrechte Asymptote für x schräg gegen minus unendlich. Denn die Funktion ist ja für x gegen plus unendlich nach oben gehend, also nur für minus unendlich geht es gegen diese Asymptote. Gut, die zweite Aufgabe haben wir auch schon vorbereitet, dass wir direkt dran überlegen können, wie es ausschaut. So, zunächst mal geht das linke x natürlich gegen unendlich und das rechte x geht auch gegen unendlich. Gehen wir beim rechten x einen Schritt weiter zurück, es ist e hoch minus x. Was bedeutet das dort, wenn das x gegen unendlich geht? Naja, dann geht e hoch minus x gegen 0. So, jetzt haben wir ein Problem. Wir haben jetzt zwei Faktoren. Der vordere geht gegen unendlich, der hintere geht gegen 0. Wer hat jetzt recht? Naja, wir haben vorhin gelernt in der Regel, dass e hoch x und auch e hoch minus x, ist egal, generell die e-Funktion dominiert gegen jede x-Potenz. Das heißt, das hier ist immer viel, viel, viel stärker. Das heißt, das strebt viel stärker gegen 0, als das gegen unendlich strebt. Was heißt das dann? Das Gesamte geht gegen 0. Richtig. Wunderbar. Jetzt schauen wir uns noch auf der rechten Seite an. Auf der rechten Seite gehen auch wieder beide x gegen minus unendlich diesmal. Mhm. Jetzt haben wir rechts e hoch minus x und darin geht es x gegen minus unendlich. Was müssen wir da beachten? Ja, das heißt, minus mal minus ist plus. Das heißt, wir haben sozusagen e hoch plus unendlich und das wissen wir ja, das strebt gegen unendlich. Gut, jetzt haben wir minus unendlich mal unendlich. Was hat das jetzt zu sagen? Ja, auf jeden Fall strebt es gegen unendlich. Und durch dieses Minuszeichen, wir wissen ja, minus mal plus ist minus, strebt das Ganze gegen minus unendlich. Wunderbar. Und das Ganze sauber aufzuschreiben in dieser Schreibweise, die wir euch gerade gezeigt haben, das kriegt ihr jetzt auch selber hin. Und die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, wir schreiben also wieder auf für x schräg gegen unendlich gilt f von x schräg gegen 0, deswegen ist y gleich 0 waagerechte Asymptote für x schräg gegen unendlich und für x schräg gegen minus unendlich gilt f von x schräg gegen minus unendlich. Das heißt, wir kommen mit dem Funktionsgraphen beim minus unendlichen von unten her von minus unendlich und gehen für x gegen plus unendlich gegen 0 als waagerechte Asymptote. Kommen wir zur c. So, überlegt ihr euch jetzt zunächst mal, gegen was strebt jeweils der Zähler und der Nenner für x gegen plus unendlich und x gegen minus unendlich und was es dann bedeutet, wenn man Zähler und Nenner zusammenbringt, das schauen wir uns zusammen an. Und zwar in 3, 2, 1. Wir hoffen, ihr habt es ähnlich. Der Zähler geht insgesamt gegen unendlich, der Nenner geht auch gegen unendlich. Jetzt haben wir dieses unendlich durch unendlich, ähnlich wie bei der Malkarte. Was machen wir jetzt? Ja, wir wissen ja, die e hoch x-Funktion, die dominiert. Das heißt, das, also der Nenner, geht viel schneller gegen unendlich als der Zähler. Das heißt, der Nenner wird viel schneller groß. Und was ist immer, wenn wir durch eine sehr, sehr große Zahl teilen? Teilen durch eine sehr, sehr große Zahl heißt, das Ganze geht gegen 0. Richtig, das können wir auch aufschreiben. Gut, auf der rechten Seite haben wir jetzt so, der Zähler geht gegen unendlich, der Nenner geht gegen 0.
Das heißt, wir teilen durch eine sehr, sehr kleine Zahl. Und was ist denn immer, wenn wir durch eine sehr, sehr kleine Zahl nahe bei 0 teilen? Dann kommt was sehr, sehr Großes raus und das strebt dann gegen unendlich. Okay, das muss wieder sauber aufgeschrieben werden. Das macht ihr und die Lösung gibt es in 3, 2, 1. Also für x Schritt gegen unendlich gilt f von x Schritt gegen 0. Deswegen ist y gleich 0 waagerechte Asymptote für x gegen unendlich. Für x gegen minus unendlich gilt f von x Schritt gegen unendlich. Gut, das heißt, wir kommen für minus unendlich aus dem Unendlichen und nähern uns der 0 an. So, jetzt kommen wir zur letzten Funktion. Die solltet ihr gleich mal komplett selber ausprobieren. Kleiner Tipp, wir würden euch empfehlen, vorher einmal das Ganze auszumultiplizieren und dann wieder schrittweise zu überlegen, wie es funktioniert. Und die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, wir schauen uns mal an. E hoch minus x. Erstmal x geht ja gegen unendlich. Warum geht es gegen 0? Gut, das wissen wir ja, e hoch minus x, also e hoch minus unendlich, das strebt gegen 0. Und wenn wir das mal 10 nehmen, 10 mal e hoch minus x, ja, dann strebt das auch gegen 0. Okay, jetzt haben wir 15 minus etwas, das gegen 0 strebt, das gibt 15. Genau, okay. Strebt gegen 15. Rechte Seite. Genau, auf der Seite, also e hoch minus x. Wissen wir, wenn x gegen minus unendlich strebt, dann steht hier oben, Minus mal Minus, also plus unendlich, e hoch plus unendlich, geht gegen unendlich, haben wir hingeschrieben. 10 mal unendlich ist immer noch unendlich. Und jetzt machen wir sozusagen 15 minus unendlich. Also wir haben eine positive Zahl 15 und ziehen eine unendlich große Zahl davon ab. Und dann ist das Ergebnis natürlich minus unendlich. Das heißt, die ganze Funktion strebt gegen minus unendlich, wenn x gegen minus unendlich strebt. Das schreiben wir hier auch alles zusammenfassend auf. Für x Schritt gegen unendlich gilt f von x Schritt gegen 15, also ist y gleich 15 waagerechte Asymptote für x gegen unendlich. Und für x gegen minus unendlich gilt f von x Schritt gegen minus unendlich. Ja, und im Graphen sieht es so aus, im minus unendlichen kommt das Ganze aus dem minus unendlichen und geht für plus unendlich gegen eine Asymptote bei 15. So, das wär's für heute. Weitere Übungen dazu machen wir im Unterricht. Bis dann. Ciao. Hey, wir sind's nochmal. Und zwar haben wir noch zwei kleine Tipps für euch. Der erste Tipp wäre ein Video, was hervorragend zu dem aktuellen Video passt. Und vielleicht habt ihr ja noch nicht unseren Kanal abonniert, dann würden wir euch empfehlen, macht das, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. So, das war's jetzt aber wirklich. Ciao. Tschüss.